Hallo, liebe YouTuber-Freunde. Ich bin's wieder, euer Manuel. Ich habe jetzt gerade mein Erdbeet mit diesem Unkraut befreien. Und ich zupfe wie verrückt. Zupfen ist mein Hobby. Und ich zeige, wie ich mache mal. Wie ich wirtschafte auch mal. Hier dieses Unkraut ist weg, dieses, auch hier diesen Gras, na außer diesen Erdbeeren nicht. Und diesen, ich weiß nicht, so viele Sorten Arten, Unkrautarten, kennen die manchmal nicht. Zum Beispiel diese hier, das ist so Art, wie heißt du mal, aber die kann man irgendwann essen. Kann auch mal beweisen. Schmeckt wie Petersilie. Aber in dem Fall, das kann man essen, das ist so eine Art, komme ich später mal raus nach diesem Namen. Aber in dem Fall, ich habe gehört, das kann man essen, kann man zum Salate machen, aber schmeckt echt lecker. Wie Petersilie, nicht schlecht. Was gibt es da noch? So viel Unkraut. Meistens so Gras. Und so. Und das. Und das. Brennnessel. Ja. Sollte mehr nach Erdbeeren hier sein, ne? Und nicht so nach Unkraut. Diesen Erdbeersorte bin ich immer zufrieden. Das habe ich immer jedes Jahr. Und die vermehrt sich auch. Die hat immer neue Ableger. Und ich bin sehr gut. Ich habe von einem Türke geschenkt gekriegt. Der hat erzählt, die tragen so dicke Früchte. Und ich bin zufrieden mit diesen Erdbeeren. Das müssen die noch zu pflegen. Und zupfen diesen Unkraut frei. Und hier. Und hier. Man kann. Schatz. Oh, da hinten ist Brennnessel. Das kommt auch leider weg. Brennnessel ist auch sehr gut, aber ich kann auch essen. Das ist Salate und so, ne? Habe ich auch gehört. Aber, oh, dieses Unkraut, ach, das sind so viele Unkräuter. Klee, sehr gut für die Hühner. Oder für die Kaninchen oder so. Ja, sieht jetzt schon zum Besser aus, diesen einen Beet. Hier sind die Beet Nummer 2, sehr schlimm aus. Und das ist der Beet, ja, das ist der Beet Nummer 1. Aber ich habe die zweite Beet schon mal angefangen. Sieht schon zu mir besser aus. Immer fleißig zupfen. So, YouTuber-Freunde. Ich wirtschafte weiter. Und ich musste nur zeigen, wie ich arbeite. Ich bei mir im Garten zupfen, so Unkrautsorte. Und wie bin ich auch ab und zu fleißig selbst im Garten. Ja, ich habe nur noch ein bisschen Prellung bei mir im Knie, aber trotzdem, ich arbeite trotzdem gerne bei mir im Garten. Okay, abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch meinte ich gut gefallen oder Daumen runter hat schlecht gefallen. Und nicht vergessen weiter abonnieren und auch noch weiter befehlen noch. Und ja,
Ciao, euer kleiner Hobbygegner, euer Manuel. Oh.